Name ist Luca, meine lieben Freunde. Die Düsseldorfer Bootsmesse, kurz auch Boot genannt, ist die international wichtigste, bedeutsamste und größte Messe für Boote und Megajachten weltweit. Dementsprechend sind da primär superreiche Leute in superreichen Anzügen, die sich superreiche Yachten dort kaufen wollen. Und wisst ihr, wer auch da war? Und wisst ihr, wen diese dumme Person hier mitgenommen hat? Shoutout geht raus. Sandra und ich waren gestern, am allerletzten Tag der Bootsmesse, vor Ort in Düsseldorf und haben unseren Besuch, der peinlicher nicht hätte sein können, auch noch auf Twitch gelivestreamt. Und da ich euch diese Cringe-Haftigkeit schlechthin nicht vorenthalten möchte, seht ihr hier jetzt ein Best-of der Stream-Highlights. Folding boat, look at here. Boah. Folding? Boah, it's like an UFO. I think she has the same TV, actually. Yes. Ich glaube tatsächlich, ich kaufe heute ein Boot. Wie teuer ist das Boot? Ich sag dir ganz ehrlich, 1 Million. Ab 69.000 Euro. 1 Million. Die Pisse! Guck mal, perfekt hier, für mich. Nicht, dass die Halle brennt. Ah, Sandra, Rauchverbot, ne? Siehst du hier? Ich scheiße auf alles. Gut so. Wollt ihr was in unserem Livestream sagen? Warte, ich klappe meinen Zollstock aus. Na? Ja, klar. Wir haben auch keine Kosten und Mühen gescheut hier, ne? Seht ihr ja schon an unseren Stativen. Ist auch dein Lieblingswort, ne? Wir haben keine Kosten und Mühen gestart. Ja, ich liebe das. Gespart. Sprachen lernen, Bubble. Ja, wir müssen gerade was drehen fürs ZDF hier kurz. Möchtest du denn was sagen in dem Video? Ja, genau. Also, nein. Genau. Ich habe die Titanic gefunden. Wir haben tatsächlich... Ups, sorry. Sandra! Kurze Pause. Ey, sorry Leute, wir haben halt gar nichts geplant, ne? Die Messe geht original noch 1,5 Stunden. Das ist der letzte Tag von 2 Wochen oder irgendwie so. Das Einzige, was du hier cool findest, sind, glaube ich, so die Sitzmöglichkeiten, habe ich so das Gefühl. Wir haben nämlich tatsächlich auch Revi hier heute mit am Start. Ist ja nicht so, als hätte jemand danach gefragt. Was denkst du, Sandra? Wie viel wiegt das Boot hier links? Genauso wie ich. Komm, wollen wir mal schätzen? Wollen wir mal irgendwen fragen? Ich sag 1 Tonne. Einmal Sandy. Ey, so nah werden wir nie wieder in der Yacht kommen. Bin ich ganz ehrlich. Ist das die Schlange zum Anstellen, wenn man... Oh. Möchtet ihr was sagen im Livestream? Sollen wir so ein Kissen klauen? Guck mal, 82 Jahre gibt's es schon. Was macht man denn in so einem Twitch-Livestream? Ich weiß das ja nicht. Wenn ich jetzt meinen Arsch zeigen würde, würden wir dann gesperrt werden? Ja, klar. Geht mal zum Pool und fragt, ob man dort Döner bestellen kann. Ich liebe meine Community. Die Boot ist, glaube ich, die größte internationale Yachtmesse Deutschlands. Lilly schreibt hier gerade die ganze Zeit, sie wartet die ganze Zeit darauf, dass ich hier ins Mikrofon furze. Hallo, wir sind hier auf einer sehr ernstzunehmenden, seriösen Bootsmesse. 1 Stunde später. Aber ich muss so furzen. Nur 6, ne? Wo ist denn das 12 Millionen? Ey, ich finde das krass. Wem gehört so ein Messegelände denn? Angela Merkel. Guck, scheiße, Merkel Spielarena. Wie heißen die nochmal? Düsseldorf Allee? Düsseldorfer Haie. Wie teuer ist der Eintritt hier überhaupt gewesen? 50 Euro. Pro Stunde. Ich sehe aus wie ein Truckfahrer. Wo gibt man die Teller ab? Ah, achso, dir. Wo kommen wir denn wieder runter? Ich fühle mich wie der Papst. Ich esse hier gerade die ganze Zeit so ein Laugen-Käsebrötchen. Ich bin ja laktoseintolerant. Sag mal, wir müssen uns jetzt mal echt ein bisschen benehmen hier. Komm, wir müssen nicht ziehen, Sprint, ich bin Jeremy Fragrance. Der hat deine Haare! Der ist gestört! Ja, der ist irre. He's crazy. Oh! Luca, du hast eine 10er Sub-Bombe bekommen! Eine was? Von wem? Eine Bombe? Siehst du aus wie so ein. So ein Wissenschaftler, der irre geworden ist! Luca, musst du nicht auf Toilette? Hä? Sieht man uns gerade? Uns vor allem, ne? Könnt ihr mir mal ganz kurz ein paar Fragen reinschreiben? Luca, man hat dich komplett gehört, ne? Was? Wie du gepinkelt hast. Hi. Okay, ich auch nicht. Es sind echt viele Leute hier auch, die man kennt. Ne, Revi?
Ey, lass mich in Ruhe. Wie heißt deine Tochter? Können wir die auch grüßen? Clara. Clara! Clara! Wir haben deine Mama gerade gefunden. Liebe Grüße. Manchmal, wenn ich morgens gerade aufwache, sind meine Augen noch nicht so ganz fokussiert, aber nach einer kurzen Zeit sehe ich dann Clara. So, Luca, setz mal deine... Wo ist die alle sechs? Bei neben Halle 5, glaube ich. Kann man sich so einen Livestream dann auch mal angucken? Wir livestreamen gar nicht. Wir nehmen Video auf gerade. Wo ist er jetzt? Luca, ich sehe dich durch die Scheibe! Weißt du, mit so einem Auto sehe ich mich Boot. So. Boah, da mit dem Grill, mit ein paar Mädels so. Boah, Monaco, Skyline. Ey, würdest du mich mitnehmen? Ne, ist voll cool, dass ich hier mit Pietro Lombardi heute sitze. So machen möchte, dass man es quasi interessiert. Sandra nimmt in letzter Zeit 5 Euro pro Bild, weil sie pleite ist, leider. Macht mal Louis! Hooray! Pack mich nicht so an, du Spinn. How much are the head? Bubble. Jeremy Fragrant. Oh. Jeremy Fragrant. Das ist dick. Das ist dick. Warum machen die alle Bilder von unserer Yacht? Verstehe nicht. Kommst du an Halle 3 vorbei, trinkst du mit uns ein Bier, ne? Ja, klar! Direkt! Ja. Darf man da noch drauf oder ist es... Nee? Hallo! Nein, okay. Oh, kein schade. Problem. Kaufen wir eine andere. Ah, chillig, unser Taxi ist da. Wir können ja mal hier fragen, ob wir da irgendwo drauf dürfen. Aber ich glaube, wir sind halt ein bisschen zu spät, leider. Nein, wir können schon nicht mehr. Wir sind schon gestolpert beim ersten Meter. Alter, ist das groß! Ey, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit so einer Größe, ne? Ich glaub immer an eure Träume, aber das ist ein zu hoher Traum. Komm, wir fragen, ob wir hier einmal drauf dürfen. Denkt ihr schnell was aus, von wo sind wir? Wir kommen aus Bayern. Bayern sind immer reiche Leute. Servus! dürfen wir einmal auf die Yacht drauf gehen? Gar nicht. Moin! Ja, wenn ihr uns ein Boot kauft? Guten Abend. Hallo. Keiner sagt mir Hallo. No joke, mir hat noch niemand Hallo gesagt. Kann man bei euch noch auf die Boote einmal gucken? Auch nicht. Okay, also es sind tatsächlich, auf jedem Booten sind Leute drauf, aber wir dürfen halt nicht. Darf man da noch drauf gehen? Ist wahrscheinlich auch schon geschehen. Der Besitzer ist schon... Ah, okay. Der muss schon wegfahren damit jetzt. Möchten Sie uns ein Boot verkaufen? 187. Also ich sehe hier kein U-Boot. Sorry. Warst du das? Ja. Also die Bilder sehen ja mal grottenfestlich aus. Film mal so, dass wir so tun, als ob wir hier in Italien wären. Krüglox-123 hat ein Abonnement auf Stufe 1 Nee, das war genau. Cousin. Ja? Ja. Krüglox? Krüglox. Ja? Ja. Welcher denn? Der von meinen Eltern. Ach so. Der Sohn. Okay, krass. Es hat mich gefreut, euch unterhalten zu dürfen. Das ist schön. Ja. Das war richtig gut. Ciao. So.